Hallo, liebe Freunde. Also ich muss ja mal echt sagen, ne? Ich war echt am Überlegen, bringe ich das nicht? Ey Leute, jetzt, was ist mit euch nicht richtig? Ne? Was ist zu den guten alten Vorsätzen geworden? Wenn ich überlege, früher, ne? Ohne Scheiß, ne? Also ich muss das vorweg sagen, ne? Früher. Ne? Das klingt immer so scheiße, früher, ne? Aber nehmen wir jetzt mal an, früher. Alles war geiler. Ja? Ich habe heute, also zu dem Thema, um zu dem Thema zu kommen, warum ich dieses Video aufnehme. Ey, ohne Scheiß, Leute, ich lese ja jeden Tag Zeitungen, ne? Außer halt Wochenende, ne? Aber so in der Woche auf der Arbeit und so. Das ist einfach nur krank, was passiert momentan, ne? Ohne Scheiß. Die letzten Tage oder auch die letzten Wochen, klar, die ersten paar Seiten immer Politik und so. Politik, anderes Thema, machen wir ein anderes Mal. Was stimmt mit euch nicht mehr? Ich lese nur noch, wurde getötet, wurde mit einem Messer erstochen, Sohn tötet Eltern wegen irgendwelchen Problemen oder irgendeiner sticht random wegen einem Streit jemanden ein Messer an der Brust und das war heute wieder der Fall in der Zeitung. Da frage ich mich so, was mit euch nicht stimmt, jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, Probleme gab es immer. Probleme gab es immer, brauchen wir nicht drüber reden. Deswegen so ein kleiner Real Talk jetzt, Freunde. Weißt du, früher hat man Probleme ganz anders gelöst. Wenn du früher angepisst warst, bist du hin, da gab es ja auch nicht so Hater-Kram oder Mobbing übers Internet oder so, muss man, ne? Für die Leute, die nicht wissen, dass es früher sowas gar nicht gab mit Mobbing übers Netz oder so, da bist du hin, hast da geklingelt, wenn du Glück hast, war der zu Hause tatsächlich und dann hast du die Auseinandersetzung gesucht. Ne? Wenn es gar nicht passte, Butter bei der Fische, das weiß jeder, da gab es eine Schelle. Da gab es gnadenlos eine Schelle, da hat der eine geklatscht gekriegt und dann war vorbei. Dann hat man ihm seine Meinung gesagt und dann war gut. Und heute rennt jeder mit dem Messer rum. Habt ihr die Statistik gelesen? Ich weiß nicht, ne? Also Hashtag Werbung, Bildzeitung, ne? Muss man nicht alles glauben, was da steht. Aber laut Statistik BKA rennt fast jeder mit dem Messer rum. Ja? Gut, ein bisschen übertrieben dargestellt mit Sicherheit, aber auch zur Selbstverteidigung. Wo ich mir denke, Leute, Messer? Wofür habt ihr zwei Fäuste? Wenn ihr euch kloppen wollt, kloppt euch. Natürlich ist die Welt viel gewaltbereiter geworden als früher. Gewalt war immer da. Ne, früher hatte man den Anstand noch zu sagen, pass auf, du kriegst so einige Latsch, du liegst am Boden und bleibst liegen. Das ist heute irgendwie undenkbar. Ne, wenn man so in eine Zeitung guckt und so, oh, Mann wird von der Treppe gestoßen, Mann wird vor der Bahn gestoßen, Frau wird auch mitten auf der Straße verprügelt. Leute, ganz ehrlich, ich bin kein Gewaltverhetzer oder ich sage nicht, Leute, schlagt euch nicht. Um Gottes Willen, gerade so Jungs und so, war immer so. Ja, die Jungs, Männer wollen sich profilieren, Männer wollen, oder auch Jungs wollen sagen, hier, ich bin das stärkere Glied, ist ja auch alles schön und gut, könnt ihr auch machen. Aber mit Leute, ohne Witz, in Rahmen bleiben. Wenn ich gewonnen habe, habe ich gewonnen. Ja, wenn jemand am Boden liegt, trete ich nicht nach. Das ist so ein Ehrenkodex, den gab es immer. Ja, und heute, wo ist eure Toleranz geblieben? Ne? Selbst früher, wir hatten da auch Horrorgames. Wenn man jetzt auch Spiele bezieht, viele sagen ja immer, diese Gewaltspiele, ne? Ganz kritisch. Ja? Jeder wächst anders auf. Ich würde sagen, das ist auch stark charakterabhängig, wer wie wo was tut. Oder wie wer was aufnimmt. Ne? Also klar, jetzt Junge, der seine Eltern getötet hat, mittleren Alters, Leute, 25 Jahre und er bringt seine Eltern um, oder 23 Jahre, schreibt mir das in die Kommentare, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Wieso tut man sowas? Ne? Also man kann seine Eltern hassen, warum auch immer. Soll es geben, ne? Mein Gott. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Früher ist man zu seinem Vater gegangen oder zu seiner Mutter und hat gesagt, ey, ganz ehrlich, ich fand die Scheiße, war kacke, man hatte aber Respekt. Man ist seinen Eltern nicht angegangen. Man hat Streit gibt es immer. Ja, warum wir nicht drüber reden, Streit ist normal. Gibt es auch in alltäglichen Beziehungen und Ehen, das passiert. Aber ich bringe sie nicht gleich um. Ne, ich schnapp mir kein Messer und stech die ab. Ne, oder besorgen mir eine Luftdruckpistole oder was weiß ich und knall die ab. Das kam damals gar nicht in Frage. Ne, damals hast du auch von deinem Vater im späten Alter, wurdest du übers Knie gelegt und hast Nachschub gekriegt. Ne, aber du bist deine Eltern nicht angegangen. Und wenn ich dieses ständige Morden und Abstechen in der Zeitung sehe, Leute, das macht mich krank, Alter, ohne Scheiß. Ne, da denkt man echt, wo ist man hier gelandet? Ne?
Wie gesagt, Gewalt gab es immer und es ne, zu mir mal, ne, also wo wir noch klein waren und zur Schule gegangen sind, wir sind auch nicht in der Gegend aufgewachsen, wo Rosen blühen und alles ist schön. Dort gab es auch schlimme Sachen. Auf dem Schulweg hieß es immer, da läufst du vorbei und da läufst du vorbei. Hat auch seine Gründe gehabt. Da lagen auch die Drogenspritzen in den Büschen rum, wo die Eltern gesagt haben, da wurdest du eine Schule noch darauf hingewiesen. Solltet ihr Spritzen sehen, lasst sie liegen. Das ist weniger geworden heutzutage. Also zumindest bei uns ist das weniger geworden. Ich weiß natürlich nicht, wie das bei euch in den Großstädten oder so aussieht. Aber dort war man deutlich weniger gewaltbereit. Und wenn, dann gab es halt einen auf die Mütze und dann war gut. Ja, dann hat man den einmal kurz die Leviten gelesen, Trachtprügel bekommen und dann war die Sache gelutscht. Also ich muss echt Leute sagen, was man so in den Medien und in den Zeitungen und auch im Fernsehen mittlerweile sieht, es wird immer asozialer. Es wird immer asozialer. Egal in welchem Bereich, ob das Gewalt ist, Tötung, Missbrauch, Mütter, die ihre Kinder irgendwo abladen. Bestes Beispiel letztens in Stade war das, glaube ich, gewesen, wo eine Mutter einfach ihr Baby auf eine Wiese ausgesetzt hat, nur im Tuch eingewickelt bei der Kälte. Davon mal ab, dass die Frau verprügelt gehört. Ne? Also dafür gibt es Babyklappen, dafür gibt es Adoptiveltern, die keine Kinder kriegen und sich unbedingt welche wünschen. Aber nur noch so ein Mist in der Zeitung. Ne? Also ich verstehe, warum die Welt im Internet ausweicht und viel auf Comedy und das macht auch Spaß, da haben wir alle Bock drauf. Ne? Also ich chill auch gerne mal vor YouTube und ziehe mir ein paar Sachen rein. Gerade Varion, mega geile Kurzsketches zum Lachen. Ich habe letztens erst einen Bericht gesehen, Lachen ist die gesündeste Medizin. Wer viel lacht, hat viel Freude und dir geht es auch gleich viel besser. Aber wenn man dann so eine Scheiße in der Zeitung sieht, das versaut einen den ganzen Tag. Das versaut einen einfach den ganzen Tag. Und dann denke ich mir echt so, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, egal welche Art, redet mit euren Freunden, Bekannten. Sucht euch ein Monopol. Sucht euch einen Ort, wo ihr sagen könnt, hier vergesse ich alles. Wenn ihr Aggressionsprobleme habt, ey Leute, geht ins Fitnessstudio. Gar kein Problem. Powert euch einmal richtig aus. Haut gegen Boxsack, stemmt Gewichte, aber macht nicht so einen Scheiß. Ne? Hier, heutzutage muss sich keiner mehr profilieren. Ich bin der Stärkere, ich bin der Geilere. Das muss heutzutage gar nicht mehr sein. Ihr habt so viele Möglichkeiten, irgendwas zu kanalisieren, auf irgendeine Art und Weise. Die Welt bietet so viel Schönes, man muss es nur in Hand nehmen. Ne? Nicht nur in Deutschland gibt es die Probleme, in anderen Ländern so oder so. Ne? Aktuell ja auch China, die Demonstrationen, bin ich der Meinung, sind ja immer noch da. Es wird natürlich momentan klein gehalten, weil man muss ja auch mal wieder über was anderes berichten. Ne? Es ist immer so, die Sachen müssen einmal tot geredet werden und dann einmal tot geschwiegen und dann kommen sie irgendwann wieder aus der Schublade wieder raus. Aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, macht alles, aber tötet oder schlagt nicht irgendwelche fremden Menschen und jagt den Ernst ein. Und Mobbing, ganz ehrlich, Leute, bevor irgendjemand jemanden mobbt, sollte er sich immer an die eigene Nase fassen und nicht doch überlegen, was falsch ist. Weil meistens machen wir uns nichts vor, die Mobber haben genug Probleme. Warum mobbt jemand einen anderen? Ne, weil er selber seine Probleme nicht kanalisieren kann und sie auf einen anderen abladen muss. Meine Meinung. Gibt es zigtausend Meinungen zu, ne? Aber ich musste das einmal loswerden. Will einmal appellieren an die Leute da draußen. Wenn ihr Probleme habt, löst sie anders, löst sie schlau. Macht was Tolles, macht Projekte, fangt an zu bauen, sucht euch ein Hobby. Macht irgendwas, was euch Spaß macht. Wenn ihr sagt, ey, ich schlag mich unheimlich gerne, weil ich hasse, ich prügel gerne. Ey, Leute, Kickboxen. Boxen, Thai-Boxen. Es gibt so viele Kampfsportarten, wo ihr hingehen könnt. Ihr dürft euch nicht nur schlagen, was ihr dann ja super in einer begrenzten Umgebung ausüben dürft. Ihr seid auch noch fertig. Ihr kommt gar nicht mehr auf den Gedanken, andere Leute zu belästigen. Nur mal zum Thema, wie gesagt, was sich so verändert hat. Früher hat man Probleme meistens mit den Fäusten geklärt und dann war die Sache gut. Keiner hat sich beschwert. Es gab weniger Anzeigen, meiner Meinung nach. Und heute wird gleich mit Gewalt irgendwelche Gegenstände oder Messer, lasst den Scheiß nach. Ne, wenn jemand auf eine Matte haut, dann liegt er auf der Matte. Der wird euch nicht wieder ärgern und der wird euch nicht wieder nerven. Deswegen an alle draußen,
Wie gesagt, ich bin nicht irgendein Aktivist oder so. Lasst die Streitereien, vertragt euch, geht euch einfach aus dem Weg. Die Welt ist groß genug. Ja, ihr müsst nicht sagen, oh, der pisst mich jetzt an, weil der auf 3 Meter Entfernung neben mir steht. Dann läuft einfach einen großen Bogen drauf rum und die Sache ist gut. Ja, das einmal zum Wort des Abends, das musste ich einmal loswerden für euch. Ja, schreibt mir doch gerne Erfahrungen von euch in die Kommentare, was euch in letzter Zeit widerfahren ist. Ob ihr irgendwelche Probleme hattet, ob ihr sagt, scheiß Situation, hatte ich auch gehabt. Stellt auch gerne Fragen, wenn ihr sagt, was hast du denn für Situationen gehabt, dass du sagst, du bist da nicht so gegen. Plaudert euch gerne aus. Also bis dahin, Leute, haut da rein, viel Spaß, bis bald.